ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do It Yourself Inspiration. Vielleicht seid ihr noch auf der Suche nach einem Geschenk oder nach einer tollen Dekoration fürs Badezimmer, dann seid ihr hier genau richtig. Ich bastel heute so kleine Seifenküchlein, ganz einfach und super schön. Vielleicht möchtet ihr die nachmachen? Wenn ja, dann bleibt jetzt einfach dran. Ihr braucht eine Silikonform, am besten in Form von so einem kleinen Küchlein. Wenn ihr sowas nicht da habt, könnt ihr natürlich auch eine Eiswürfelform nehmen oder ihr könnt zum Beispiel einen alten Joghurtbecher nehmen, der eine ähnliche Form hat. Dann braucht ihr Zuckerstreusel, das sind kunterbunte Zuckerstreusel, also die, die man wirklich richtig essen kann, nimmt man da. Dann habe ich Rohseife, Glycerinseife ist das, in der Farbe Transparent. Ich habe Seifenfarbe in Gelb. Und hier sind noch zwei Behälter, da kann man auch alte Joghurtbecher nehmen oder eben, ich habe hier so kleine Schalen, damit hatte ich schon mal was gebastelt und die benutze ich, um das Ganze in der Mikrowelle zu erhitzen. Als erstes streue ich hier in meine Formen ein bisschen von den Zuckerstreuseln rein. Nicht zu viel, sondern wirklich nur ein bisschen, das soll ja nur eine Dekoration sein. Wenn man da zu viel nimmt, dann stört einen das nachher hinterher beim Waschen mit der Seife. Soll ja einfach nur so ein kleiner Farbklecks oben sein, also überall ein paar kleine Streusel rein verteilen. Hier sind mir jetzt ein bisschen zu viele reingefallen, die suche ich einfach raus und verteile die in den anderen Formen. So zum Beispiel, das reicht glaube ich schon. Als nächstes erhitze ich die Seife in der Mikrowelle, also schmilze ich die Seife. Dafür entweder einfach, wenn man so einen Topf hat wie ich, kann man den ganzen Topf in die Mikrowelle tun, zwischendrin dann immer mal rühren. Man darf das Ganze nicht zu lang drin lassen, also lieber erstmal nur so 10, 20 Sekunden, dann einmal reinschauen in die Mikrowelle, vielleicht nochmal umrühren, dann nochmal starten. Weil wenn man das Ganze zu heiß macht und zu lange, dann schäumt die Seife hier oben über. Wenn man nicht so einen Behälter hat, man kann das Ganze auch am Stück kaufen, schneidet man sich einfach ein Stückchen ab, legt das in so einen Behälter und erhitzt es auch in der Mikrowelle. Wenn die Rohseife geschmolzen ist, schütte ich jetzt einfach jeweils ein bisschen in die Form, sodass die Zuckerstreusel bedeckt sind. Die restliche noch flüssige Seife gebe ich jetzt hier in so einen Behälter rein. Und dazu kommt ein bisschen gelbe Seifenfarbe. Man muss natürlich nicht gelb nehmen, man könnte auch rot nehmen, rosa nehmen und eine, ja, Muffin-Kuchenfarbe damit mischen. Ich habe jetzt einfach erstmal ein bisschen Gelb dazugegeben und hier habe ich einen Löffel. Damit rühre ich das Ganze erstmal ein bisschen ein. Und ja, je nachdem, wie einem dann die Farbe so gefällt, natürlich kann man das jetzt nicht so gut hier in dem blauen Becher erkennen, aber wenn ich das hochnehme mit dem Löffel, sehe ich schon, das Ganze ist jetzt leicht gelb gefärbt. Aber ich glaube, ich werde es noch ein bisschen kräftiger gelb einfärben und deswegen gebe ich einfach noch mal ein bisschen von der Seifenfarbe dazu. Ich muss jetzt erst warten, bis diese Seife getrocknet ist oder hart geworden ist. Deswegen kann ich die noch nicht direkt da drauf schütten und deswegen heißt es jetzt erstmal kurz warten. Wenn das Ganze dann hart ist, dann ist die Seife meistens auch schon wieder hart. Dann muss ich das erst nochmal wieder in der Mikrowelle erhitzen. Und dann, wenn das wieder flüssig ist, kann ich das hier oben drauf schütten. So, das geht eigentlich recht schnell mit dem Aushärten. Also sobald da so eine leichte Schicht drauf ist, kann man da auch schon wieder Seife drauf schütten. Man muss natürlich vorsichtig sein, lieber etwas länger warten. Und dann kann es auch schon wieder losgehen und ich schütte jetzt hier die nächste Schicht drauf. Die Farbe, die ich jetzt hier oder die Seife, die ich hier drin hatte, hat jetzt nur für 3 Kuchen gereicht. Jetzt werde ich mir einfach nochmal ein bisschen Seife mischen und vielleicht nehme ich jetzt nicht gelb, sondern diesmal versuche ich das mal mit roter Seifenfarbe. Damit das Ganze schneller und besser aushärten kann, stelle ich das einfach mal in den Kühlschrank. Also da habe ich ganz gute Erfahrungen mitgemacht und dann kann man das schon innerhalb von einer Stunde auf jeden Fall wieder aus der Form holen. Und während meine Seife im Kühlschrank ist, zeige ich euch mal, was mir passiert ist.
Ich hatte ja eben schon angekündigt, man darf es nicht zu lang drin lassen, dann schäumt das Ganze über und so Plastik ist natürlich auch nicht so beständig. Erst hat es ganz gut funktioniert mit diesem Becher, aber dann habe ich es einmal etwas zu lang drin gelassen, da ist der ganze Becher geschmolzen. Das war natürlich eine große Schweinerei in der Mikrowelle. Deswegen am besten nimmt man ein ganz festes Gefäß, also so eins, das ist ganz stabiles Plastik, das kann man auf jeden Fall nehmen, oder sonst ein Glasgefäß. Aber das war dann doch ein bisschen zu dünn. Ich glaube, ein Joghurtbecher eignet sich dann doch nicht so gut. Lieber einen stabileren Becher benutzen. Ich habe meine Seifen jetzt eine Weile abkühlen lassen und ich versuche die mal hier rauszuholen und es funktioniert schon mal super. So sieht das Ganze jetzt aus. Ziemlich cool, finde ich. Und ich habe das ja auch noch in rosa gemacht. Dann holen wir mal noch ein rosanes Küchlein raus. Auch super cool. Das ist das Ergebnis. Ich finde, die machen direkt gute Laune, wenn man die sieht. Also die sehen einfach total schön aus. Mir gefällt auch gut, dass es so helle Farben sind. Also ich habe hier wirklich bei Gelb etwas mehr Farbe benutzt, aber bei Rot habe ich nur ganz wenig Farbe benutzt. Und dadurch ist es eher so durchsichtig geworden und sieht richtig schön aus. Wenn man genau hinsieht, ist hier oben die obere Schicht durchsichtig. Und hier unten erst die Farbe, damit man eben auch hier oben richtig gut die Streusel sehen kann. Die haben sich hier zum Beispiel so ein bisschen blöd verteilt, finde ich. Hier sind gar keine Streusel und hier relativ viele. Da muss man vielleicht dann auch nochmal drauf achten, wenn man die Streusel vorher reinstreut, dass die auch wirklich sehr, sehr gut verteilt sind. Super niedliche Seifen zum Verschenken. Das ist die Seife, wo mir ein bisschen die Seifenflüssigkeit ausgegangen ist. Das ist nur eine etwas kleinere geworden, aber finde ich, sieht auch total schön aus. Und sonst richtig tolle kleine Küchlein. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die nachmachen möchtet, ob ihr jemanden kennt, der sich darüber freuen würde als Geschenk. Man kann das natürlich schön so in Folie verpacken, vielleicht noch ein Schleifchen in der passenden Farbe dran machen, vielleicht auch einen gelben und einen pinken so zusammen. Also ich bin wirklich super begeistert und super zufrieden damit auch. Schreibt ihr mal in die Kommentare, ja, wie euch das gefällt, ob ihr das nachmachen würdet, welcher euch vielleicht besser gefällt, gelb oder pink. Alles einfach unten in die Kommentare und lasst mir auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ja, das war's dann für heute. Vielleicht habt ihr noch weitere Seifenideen, dann auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Oder sonst schaut auf unserem Kanal vorbei. Wir haben schon ganz viele verschiedene Seifen ausprobiert. Einfach mal reinschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!